Leute! Scouts der alten Entox-Garde direkt vor uns! Rock'n'Roll! Leute, seht euch vor! Möglichst nicht in die Hydratablagerungen ballern! Das Zeug kann hochgehen! Dann fliegt uns das ganze Feld um die Ohren! Wir sollten jetzt den Navigationspunkt 1 aufsuchen. Leute mit dem Bomber vor. Commander Flint, ich glaube, ich weiß, was die vorhaben. Sie wollen die Methanhydratlager hochjagen. Wir müssen das unbedingt verhindern, und zwar schnellstens. Neuer Befehl. Ihr sollt den Cape 4 zerstören, bevor sie das dritte Feld in die Luft jagt. Viel Spaß. Auf zum Navigationspunkt 2, Flint. Jetzt fahren wir zum Navigationspunkt 3. Markiertes Ziel angreifen. Was machst du? Untersuchst du auch die riesigen Subduktionszonen oder die Reflektorschicht unter dem Meeresboden? Die Methangasvorkommen hier im Bermuda-Dreieck sind gigantisch. Und wenn es zu Ausgasungen kommt, gibt es wundervolle Blubberblasen. So, ist ja hochinteressant. Oder die Cold Winds. Die abtauchende Kontinentalplatte wird von der oberen gewissermaßen abgesperrt.
Unter tektonischem Druck werden diese Poren der Sedimente zusammengequetscht und es treten freie Gase, zum Beispiel Methanfaden und Wasser aus. Das sind die Cold Vents. Ah, wie bei den Hot Vents vor Galapagos. Jo, so ähnlich. Und auch bei den Cold Vents spielt chemosynthetisches Leben, das keine Photosynthese braucht. Hey, Barkeeper, rühr mir noch so ein Acid Assassin an. Der reißt einen die Schluckrohre bis zum Hintern auf. Du verstehst, was ich meine. Guter Job, Flint. Leider konnte Lloyd entkommen. Wir haben ein Killer-Date. Sie oder ich? Weißt du, wo sie ist? Und ob. Sie treibt sich in den Turbinenfeldern rum und richtet verdammt viel Schaden an. Sobald sie 3 Turbinen zerstört hat, bekommen wir hier Probleme. Arbeitende Turbinen dämmen die Strömung ein. Fallen zu viele aus, wird die Strömung gefährlich. Und es sind schon genügend andere wegen Wartungsarbeiten ausgefallen. Außerdem befürchte ich, dass es zu Auseinandersetzungen zwischen der neuen und der alten Entropol kommen wird. Um ehrlich zu sein, ich habe die Sache nicht im Griff. Das schwillt schon lange. Meine Leute wollen Van der Waals alte Riege in den Allerwertesten treten. Und umgekehrt genauso. Wir haben eine Krise. Nicht mehr lange. Ich bin bereit. Ich warte auf dich, Flint! Du opportunistischer Arschkriecher! Du widerlicher Schleimer! Hast du eigentlich immer noch diese schreckliche Neuralprothese im Kopf? Die deine Blase entleert, sobald du in die Nähe von ELF-Wellen kommst. Widerliche, kranke, dreckfressende, arrogante, schleimscheuchende Missgeburt! Wenn dein ausgebluteter Hintern den Meeresboden berührt, hängen keine Beine mehr dran! Deine Organe vertick ich an einen Organhändler und dein Schrumpfkopf wird dich als Steuerknüppel benutzen! Genug der Höflichkeiten. Ich komme, Puzzleface. Nur zu deiner Erinnerung. Wir befinden uns hier am Rande des Golfstroms. Stell dir den als eine gigantische Wasserpumpe vor. Diese Pumpe versorgte Europa in früheren Tagen mit einem konstant milden Klima. Aber sie stoppte, als der Treibhauseffekt das Eis von Grönland schmelzen ließ und als die Nordhalbkugel durch eine gewaltige Explosion in der Atmosphäre enorm erhitzt wurde. Irgendwann im 22. Jahrhundert. Aber jetzt startet sie wieder voll durch und wird stärker und stärker. Einige Wissenschaftler sehen das als Zeichen, dass die Natur sich langsam wieder erholt. Entrock sieht das natürlich anders. Für sie ist der Golfstrom vor allem eine Lizenz zum Gelddrucken. Eine riskante Sache. Wo wir hinfahren, herrscht eine derartig starke Strömung, dass Betonkonstruktionen umknicken wie Seegras in einem Tsunami. Geologische Stromschnellen sozusagen. Deshalb hat Entrox dort so viele Turbinen hingestellt, dass zumindest in Bodennähe die Strömung gedämpft wird. Die Turbinen schützen sich also gegenseitig. Jede Turbine, die vernichtet wird, erhöht aber wieder die Kraft der Tiefenströmung, Flint Baby. Und irgendwann gibt's da unten eine Katastrophe. Und genau das ist Lloyds teuflischer Plan. Wir sollten jetzt den Navigationspunkt 1 aufsuchen. Navigationspunkt 2 sind.
markiertes Ziel angreifen. Einsatz bei Entrox. Ich hatte meinen Spaß daran. Scheiß drauf, Mann. Ihr Credit-Upload auf mein Konto ist Dank genug. Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. Ich bin, nebenbei, ausgebildeter Kampfpilot. Vielleicht fahren wir ja mal zusammen einen Einsatz. Würde mich freuen. Gute Arbeit. Hauptsache, wir haben jetzt die Dateien mit den Codes. Operation Brainfire kann anlaufen. Ich bitte dich, mit dem nächsten Sprungschiff in die Tornado-Zone zu kommen. Wir brauchen dich dort. Ich weiß nicht. Irgendwas gefällt mir an der Sache nicht, Admiral. Bist du sicher, dass die Föderation keinen Mist baut? Wer kann schon sicher sein? Wir müssen uns nach vorne bewegen, Flint. Der kleine Emporkömmling Sewell wird das Projekt vor Atacama City leiten. Ich kann ihn nicht ausstehen. Und seine ganze verdammte Bande von Erneuerern. Am liebsten würde ich das Parlament dem Meeresboden gleich machen. Hey, Admiral. Du wirst doch nicht etwa durchdrehen. Nein, Mann. Aber ich werde mir Optionen frei halten.